Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dying Light. Die letzte Folge, wie ihr wisst, ist nicht so der Hit, weil da jeder Teil kaputt gegangen ist. Die Brücke, die wir, den Tunnel, den wir gesprengt haben, der ist irgendwo hier, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und, was ist das denn? Naja. Und, ja, ich muss da noch, wo habe ich es jetzt? Ah, Fähigkeiten. Man sieht direkt, ich bin da noch gestiegen. Das liegt daran, dass ich da noch Tipps und Tricks Guides gemacht habe. Und auch noch einem Kumpel geholfen habe bei seinen Missionen. Aus diesem Grund bin ich hier ein bisschen weit, aber das macht nichts. Davon profitieren alle eigentlich nur. So, jetzt mal schauen. Blutrausch. Sie halten, nachdem sie einen Feind getötet haben, 10 Sekunden lang schnellere Kraftpunkte. Je mehr Gegner sie töten, desto höher fällt ihr Combo aus. Slam. Panzerhaut. Ich nehme hier mal den Kampfexperten rein und Blutrausch. Finde ich nämlich gut. Und wieder mal verklickt, Standard. Wendigkeit. Tja, was haben wir hier? Das ist die Frage. Hechtsprung. Ah genau, ich habe da noch Tic-Tac, dass ich ja, ich kann irgendwie bei der Wand aufspringen und dann kann ich da wieder wegspringen, aber ich habe keinen blassen Dunst, wie ich das genau mache. Mit drücken Sie in der Nähe einer Wand R1 und L hoch, das ist der linke, um daran hochzulaufen. Ja, vielleicht gedrückt halten, das könnte es natürlich sein. Tja, ich nehme mal den Hechtsprung rein. Hiermit können Sie aus größerer Höhe fallen und überleben. Drücken Sie Kreis, kurz bevor Sie auf dem Boden auftreffen, um Verletzungen zu verringern. Ja, das ist gut. Und die hätten da noch überleben. Tarnung. Explosives Hobby. Lernen Sie Bomben herzustellen, die Infizierte anlocken und zusätzlich zur Explosion folgendes bewirken. Maximale Explosion. So, dann schauen wir uns direkt noch ganz kurz an, bevor wir uns da auf den Weg machen. Jetzt ist bloß die Frage, wo ist das Zeugs? Ah genau, hier haben wir übrigens noch kurz Bombe, die wir in der letzten Folge gebaut haben. Ich werde die dann nachher auch direkt noch zeigen. Und ich habe da mega viel Zeug gefarmt. Maximal Explosionsschaden. Wir produzieren mal einmal die. Und schauen mal, was ich da noch alles bräuchte. Küchenkram. Hauptsächlich also Küchenkram noch. So. Hier noch die Kurzbombe. Die zeige ich dann nachher direkt auch noch. Aber wir machen jetzt an der Hauptstory weiter, weil ich habe schon so viel Zeit verschwendet mit Nebenquests. Und es wird langsam mal Zeit, an der Hauptstory weiterzumachen. Jetzt ist bloß die Frage, wo muss ich da hin? Ich renne einfach mal. Ich werfe da noch kurz Bombe rein. Ich demonstriere die nachher gleich, wenn ich da einen Haufen finde. Dann kann ich hier abräumen. Das war, glaube ich, irgendwie ein bisschen abgeräumt, aber ich sehe hier direkt Pilze. Die brauchen wir natürlich alle. Oh, jetzt habe ich da eine doofe Bodenplanke mitgenommen, die brauche ich eigentlich gar nicht. Aber wurscht. Bevor ich da aber hochgehe, möchte ich eigentlich eine Zombie-Horde finden. Also eine große Menge an Zombies. Die sehen gut aus. So, ich werfe die Granate da direkt in die Mitte.
Die laufen da alle hin. Ziemlich lustig. Aber die Explosion ist leider nicht ganz so groß, das ist ein bisschen schade. Aber gut, sei es drum. Wir können ja noch bessere Bomben machen mittlerweile. Muss ich hier rein? Komm her, schau dir das an. In dieser Schule geht etwas vor. Tahirs Männer sind seit Stunden damit beschäftigt, Kisten wegzuschaffen. Wir müssen uns das genauer ansehen. Was ist in den Kisten? Gute Frage. Sollte es Antizin sein, holen wir es uns. Hier. Der sollte in der Hölle braten. Wir... Scheiße, wo ist die jetzt hin? Ja, scheiße. Wie viele Typen sind in der Schule? Getrennt kommen wir schneller voran und machen weniger Lärm. Ja, aber bevor... Geht da noch was mit Explosionen? Sie sagte zwar wenig Lärm. Was ist hier los? Es reicht. Ich habe da noch was gelernt. Und zwar der feste Schlag. Total. Komm ich hier unten rein? Noch eine Sackgasse. Okay, Mist. Dann nimm denselben Eingang wie ich. Ich hoffe bloß, wir kommen irgendwie anders raus, falls es sein muss. Geh zum Außengebäude auf dem Dach. Wow, was war das jetzt? Zum Außengebäude auf dem Dach. Wahrscheinlich da vorne. Oh nein. Zerdreht dich die Hand, wenn du dich hoch bist und einfach runterfällst. Ich hab da nicht so ein Problem damit. Du verschwindest. Oh. Das war ein Selbstmörder. Nein. Wie bescheuert von mir. Ja, ich hab den von hinten nicht gesehen. Die sind von hinten gleich aus. Na. Na, jetzt muss ich die ganze Strecke noch rennen. Na super. Und yes! Das habe ich schon häufig getan. Na gut, weit ist es glaube ich nicht, oder? Ja, genau, ist gar nicht so weit. Oh, ich hätte da direkt von. Nein, ich hätte da direkt drüber gekommen. Warum sehe ich das erst so spät?
Was zum Teufel ist das hier? Na, das sieht doch mal gut aus. Sehr gut. Oh, das direkt auch noch? Na, richtig. Jetzt gehe ich. Kriege ich das hin so? Hm. Natürlich nicht. Und dann rüber. Und dann hoch. Da komme ich natürlich nicht direkt hoch. Weg! Du auch gar nicht, du. Aha. Das Vergnügen hatte ich schon, mein Freund. Das Vergnügen hatte ich schon. Kriege ich dich direkt gegen den Explodierer? Nein, nicht. Jetzt geht's aber rein. Komm, auf die Tür. Boah, nicht schon wieder. Nein, ich möchte jetzt nichts knacken. Das machen wir mal zu. Okay, und hinein. Ich habe beobachtet, wie Tahir und seine Männer eine ganze Menge Kisten aus der Schule abtransportiert haben. Was haben die vor? Ich habe auch gesehen, wie Tahir ein paar Zivilisten hinrichtete. Der Kerl ist ein skrupelloser Mörder. Ich werde mich nun in die Schule schleichen und dort hoffentlich Antizin finden. Oh ja, das hoffe ich auch. Okay, Jade, ich bin drin. Sieh in den Klassenzimmern nach. Sehr wahrscheinlich sind die Vorräte dort gelagert. Sie sind wahrscheinlich gekennzeichnet. Militärjargon ist ziemlich eindeutig. Sie sollten leicht zu finden sein. Nüsse. Na lecker. Auf der Seite ist definitiv ein Zombie, ich kann den hören. Ah, ja, lustig. Da ist auch ein Zombie drin. Kaffee ist immer gut. Stromkabel so oder so. Da gehen wir lieber nicht rein. Schieb das mal weg. Oh, ich dachte schon, das Skelett da ist ein Zombie. Mann. Noch mehr zu essen. Mann, spar das Zeug doch mal, Alter. Küchenkram, das habe ich gebraucht. Kopierfliege. Tja, da waren Kinder drin. Moment mal, hier waren Kinder drin. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl. Okay, das geht nicht. Boah, Mann, ich fühle mich richtig unwohl hier. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Alkohol ist gut. Zigaretten. Mann. Wenn ich doch bloß eine Knarre mit Munition hätte, wäre das nicht ganz so angsteinflößend. Die haben das Spiel ja auch creepy gemacht. Nee, Alter, ich will hier wieder raus. Da stehe ich total nicht drauf. Schneller, ihr faulen Säcke!
Warum denn nicht? Hat einer von euch Idioten den Keller gesichert? Oh. Natürlich nicht, denn der Schlüssel ist ja noch hier. Reißt euch zusammen! Oh nein. Da komme ich nicht weiter. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Ah, da muss ich weiter. Oh, das mache ich nie wieder. Mann, bin ich. Oh, mein Herz. Ich bin so oder so schon angespannt. Oh. Warum? Warum mache ich das? Kosmetika. Keine Ahnung, was das machen kann, aber es ist blau. Das ist gut. Ich bin hier ganz allein. Ich singe, um mich zu beruhigen. Ich plündere wertvolle Dinge. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich erschrecke wegen jedem Geräusch. Wirklich, das ist gar nicht gut. Nein, 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 Alter. Ich habe Angst. Ich mag das nicht. Nein, jetzt im Ernst. Noch weiter. Alter Schwede. Ich will nicht weiter. Oh, 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 oh. Ja, komm näher, bitte. Und. Zack. Scheiße. Hör zu hier. Wo ist der Alarm? Wo ist der verdammte Alarmknopf? Zum Teufel nochmal, Crane! Schreib den verdammten Alarm aus, oder wir werden überrannt! Geh zum Büro des Hausmeisters. Dort dürfte der Schalter sein. Mach's dir da oben mal gemütlich, Mann. Boah. Trotzdem alles aufmachen und die Dinge rausziehen. Da ist nirgendwo was. Und hier nehmen wir dann auch das Zeugs mit. Oh, Premium-Notstand. Ja, 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 ich weiß. Alarm. So. Mach zuerst das auf. Scheiß auf den Arm. Das ist es nicht. Der ist es. Go! Weg mit dir! Gut, der ist tot. Na gut. Schnur ist gut. Kommt zu mir. Kann die Musik mal aufhören, so gruselig zu sein? Das war klar, oh Gott, ich wollte noch zuschlagen. Okay, ich muss hier durch. Oder? Ich muss den Typ da umlaufen. Denke ich jedenfalls. Ah, da ist er. Und drauf los! So. Ist noch nicht ganz tot. Noch nicht genug tot. Okay, das ist ein Chemielabor. Das ist wichtig. Da bleibe ich kurz. Kurz. Küchenkram. Genau deswegen. Doch noch mehr. Zigaretten. Warum habt ihr in einem Labor Zigaretten? Ich brauche Küchenkram. Kein Müll. Küchenkram.
brennt, aber ich will da trotzdem rein. So, einmal nichts Wertvolles. Der weg. Und deswegen rennt der weg. Sind da noch mehrere? Oh ja. Touchdown. Nee, auf das Klo gehe ich nicht nochmal. Ich muss jetzt hier raus. Oh nein. Einer und Nummer 2. So. Oh, da kommt nochmal einer. Und dann die Wand geklatscht. Das geht dann für dich. So. Gegenständen suchen. Schlüssel, komm zu mir. Schlüssel. Warum kommt ihr nicht zu mir? Dann halt nicht. Da. Nein, noch mehr Nahrungsmittel. Jade, bisher Fehlanzeige in Sachen Antizin. Wir müssen wohl mal über eine Alternative reden. Ich war aber noch nicht in Klassenzimmer C. Der Keller ist ziemlich groß. Finde den Schlüssel, wir sehen uns dann unten. Okay, gut. An der Stelle mache ich direkt ganz kurz eine Pause, denn die Zeit ist schon wieder um und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.